Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Let's Play Sniper Elite Nummer 5. Ja, in der letzten Folge haben wir unser Ziel ja eigentlich schon erledigt, den Führer ermorden. Wir haben Adolf Hitler getötet hier in Sniper Elite Nummer 5, aber es gibt noch zahlreiche andere Wege, um ihn aus dem Weg zu räumen und die wollen wir uns heute mal in dieser Folge anschauen. Da hinten die zwei beim D-Haus, die funktionieren leider nicht, denn wir haben uns ja dafür entschlossen, zuerst mal alle Soldaten aus dem Weg zu räumen, die sich hier so rumgetrieben haben auf der Karte. Das war eine ganze Menge. Jetzt bleibt aber keiner mehr übrig, der ihm wahrscheinlich normalerweise hier unten zum Teehaus gebracht hätte. Mit einem Fahrzeug kann ich mir gut vorstellen, er wäre hier ausgestiegen, hätte die zwei Dinge gemacht und dann wieder nach da oben zurückgefahren. Funktioniert jetzt nicht, weil kein Soldat mehr hier ist. Aber wir haben auch hier noch ein paar Möglichkeiten, um ihn zu erledigen. Und die erste davon, die haben wir gesehen in der letzten Folge, nämlich hier in seinen Gemächern. Warum auch immer er jetzt schon hierher gekommen ist. Er beendet seinen Tag allein vor dem Kamin. Oder vielleicht war das die Haupthalle. Hitlers Flügel steht in der Haupthalle. In der Haupthalle wurden Ratten gesichtet, vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall würde ich jetzt ganz gerne mal zur Bibliothek gehen, das heißt das Ganze nochmal kurz neu laden. Da liegt die Leiche und wir laden doch mal das von hier, warum ich so viel schnell gespeicherten. Oder sollen wir vielleicht sogar noch eins weiter vorstarten? Autospeicher, wir nehmen mal 1936. Mal gucken, wann das hier passiert ist. Haben wir ihn überhaupt schon gesehen? Ach, da ist er gerade da unten. Okay. Passt, 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 passt. Dann werden wir jetzt nämlich mal die Rattenfalle hier entschärfen. Die brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Und nehmen mal das nächste in Angriff. Das wäre dann hier die Bibliothek. So, mal gucken, wo er ist. Der geht gerade nach unten. Das passt. Wir haben noch genügend Zeit. In die Bibliothek sollen wir gehen. Die Bibliothek, ist die hier oder ist die oben gewesen? Haupthalle? War die hier? Ah ja, das wird dann wohl hier sein. Okay, und da können wir irgendwas mit dem Buch anstellen, habe ich gesehen. Ich habe mich mal ein bisschen informiert, was man da tun kann. Die Frage ist nur, wo ist dieses Buch? Ist das vielleicht hier drin? Da drüben wird es wohl sein. Das ist es nicht. Okay. Wo ist denn das Buch? Bibliothek. Nanü? Da geht schon wieder raus aus der Bibliothek. Ach, guck mal, das ist ja direkt anschließend hier. Na, das hätten wir ja uns ja denken können. Wo ist denn das Buch hier? Es gibt anscheinend irgendein Buch und mit diesem Buch können wir ihn erledigen. Aber wo ist es? Hallo? Büchlein? Ich mach mal ganz kurz den hier. Vielleicht finden wir ja dadurch irgendwas raus, aber sehe ich jetzt nichts unbedingt. Nein. Nein! Hallo? Ich finde das Buch nicht. Wie sollen wir ihn denn hier erledigen, bitteschön? In der Bibliothek. Jetzt bin ich ein bisschen überfragt, muss ich ehrlich gesagt zugeben. Hätte ich mir nicht gedacht, dass wir das nicht finden werden. Sollen wir mal gucken, wo er jetzt überhaupt ist? Okay, der ist gerade da unten drin. Ich google mal. So. Sniper Elite 5. Hitler. Library. Da finden wir ja hoffentlich was. Collectibles. Collectibles? Vielleicht hier? Steinadler. Ne, das sind nur die Starting Locations. Na gut, das ist ja eigentlich egal. Wir können ja hier mal speichern. Der wird ja irgendwas machen. Und dann schauen wir einfach mal, was er macht. Und dann können wir neu laden und gucken, was wir dann damit anfangen könnten.
Oder geht er jetzt erstmal zum Flügel ein bisschen spielen? Nee. Oder doch? Ah. Geht tatsächlich erstmal zum Flügel? Vielleicht können wir da auch irgendwie eine Bombe oder sowas reinlegen. Könnten wir? Nee. Okay, da geht es wahrscheinlich noch um das, was da gerade eben passiert ist mit der Rattenbombe. So, jetzt guckt er aus dem Fenster und sieht nicht mehr viel, weil es lebt ja keiner mehr, es ist ja keiner mehr übrig. Okay, wir speichern sicherheitshalber nochmal, das war... Ich sollte öfter aus Berlin verschwinden. Diese Bergluft tut meiner Gesundheit sehr gut. Oh, wurde sogar vertont, das Ganze. Guck mal einer an. Die Bergluft tut gut und steht im geschlossenen Raum. Aha. So wie ich circa. Ich sag auch immer, oh, ich brauche kein Fenster aufmachen hier, Klima ist besser. Ich habe früher mal mit offenem Fenster geschlafen, aber jetzt mache ich das auch nicht mehr. Also ich weiß gar nicht, ich glaube, ich mache das gerade mal einmal am Tag auf und zum Durchlüften. Man sollte das natürlich viel öfter machen, das ist ganz klar. So, mal gucken, wo er jetzt hingeht. Ah, da drüben. Guck mal einer an. Jetzt nimmt er sich da was zum Essen. Habe ich das richtig gesehen? Ja. Na, da können wir ja gleich mal das Spiel nochmal neu laden. Wir haben gerade schnell gespeichert. Nein! Oh, boah, jetzt wollte ich gerade sagen, wir haben das gerade das Falsche gemacht. Trautes Heim, Glück allein. Ja. Hau mal die Sprüche raus. Was haben wir denn da Schönes? Einmal Gift, bitteschön. Die feine Essenz. Lecker Käse. Heute mit einer besonderen Note. So. Und dann hätten wir ihn hier auch schon mal umgebracht. Sehr gut. Das kann sich jetzt natürlich ein bisschen ziehen, je nachdem, was er alles machen wird. Ich weiß gar nicht, ob der wirklich so die Sachen nach der Reihe ausführen wird, wie das im Tagesablauf steht oder ob er das nicht macht. Aber wir gucken einfach mal, wo er hinspaziert, in welche Räumlichkeiten und dann werden wir ja eh sehen, wie wir ihn vergiften können beispielsweise oder was wir noch so alles machen könnten. Na, scheint ihm zu schmecken. Und zack. So schnell kann's gehen. Alle guten Dinge, töte Hitler zweimal. Medaille freigeschalten. So, und wir laden das Spiel gleich nochmal. Und zwar mal wieder die Schnellspeicherung. Und gucken dann mal, was er als nächstes macht. Berlin verschwinden. Diese Bergluft tut meiner Gesundheit sehr gut. Der Käse sicher auch. Blöderweise ist der jetzt natürlich nicht mehr vergiftet. So. Also das wird in dieser Folge natürlich ein bisschen laden, speichern, damit wir eben nicht immer alles doppelt und dreifach machen müssen. Aber wir müssen natürlich ein paar Situationen eben dann nochmal durchleben, wie das hier beispielsweise. Jetzt müssen wir ihn dort ein bisschen essen lassen. Das ist natürlich jetzt nicht vergiftet, das ist ganz klar. Und dann schauen wir mal, was er als nächstes tut. Ich würde mal sagen, wir speichern jetzt. Und können dann hier nochmal laden, wenn wir wissen, was er als nächstes machen wird. Weil da haben wir dann genügend Zeit, um hier noch ein bisschen was aufzubauen, um ein paar Fallen zu legen beispielsweise. Das geht sich dann alles ganz gut aus, wenn er denn da hinten weitergeht. Das wissen wir ja gar nicht. Ich habe das Gefühl, der hält sich nicht unbedingt an seine Routine, aber es ist ja doch keiner mehr da, der ihn daran erinnern kann. Es lebt ja keiner mehr von den anderen Soldaten. Vielleicht geht er jetzt auch ganz woanders hin. Ich sollte öfter aus Berlin verschwinden. Diese Bergluft tut meiner Gesundheit sehr gut. Ja. Du solltest ihr... Deutschland will Antworten auf die Probleme, die das Reich bewegen. Vielleicht finde ich sie in der Bücherei. Na, guck mal. Gute Idee. Würde ich auch mal schauen. Der sollte eher vom Erdboden verschwinden, nicht nur aus Berlin. In die Bücherei. Und jetzt bin ich mal gespannt, was er dort oben machen wird. Wo dieses ominöse Buch liegt, das wir anscheinend irgendwie präparieren können. Ich finde das aber richtig cool, dass sie den vertont haben zumindest auch, dass der jetzt nicht irgendwie nur stumm die ganze Zeit durch sein Anwesen läuft, sondern wirklich auch ein bisschen was redet dazu. Boah, guck mal, Bilder an da oben, hei, wie riesig. Das eine da drüben haben wir uns schon mal angesehen.
So, da geht er rein. Aha, und da schnappt er sich anscheinend ein Buch. Kann ein Buch mir in diesen schweren Zeiten Linderung verschaffen? Ich glaube nicht. So, findet er überhaupt das Richtige hier? Hat nur Scheißbücher da drin. Nee, das ist nicht da das Richtige. Okay. Lieber mal woanders gucken. Natürlich müssen auch wir irgendwie... Die Belagerung des Alamo. Von Feinden umringt wie wir. Und dennoch haben die Belagerten triumphiert. Ja, bild dir mal lieber nicht zu viel darauf ein. Ja, eine exzellente Analogie. Ich muss weiter darüber nachdenken. Es ist schon dieses Buch, das dort liegt, das ist schon das Richtige. Nur blöderweise konnte man ja mit dem überhaupt nichts anfangen, das wäre schon das Richtige gewesen. Schade. Mit dem konnten wir überhaupt nichts anfangen, leider Gottes, also da brauchen wir gar nicht nochmal laden. Weil wir können das Ganze ja jetzt auch nochmal probieren und sehen, es geht nichts. Das wäre das richtige Buch gewesen. Ja, ein bisschen buggy ist die Mission, das muss man sagen. Und das haben ja auch schon manche geschrieben im Internet eben, wo ich mich informiert habe. So, mal gucken, wo er jetzt als nächstes hingeht. Vielleicht hält er sich ja doch an seinen Zeitplan. Das war die Bibliothek. Dann sollte es jetzt theoretisch wohin gehen? Ins Arbeitszimmer. Erledigt Schreibarbeiten in seinem Arbeitszimmer. Okay. Gut, dann schauen wir mal, dass wir ihm mal auf Schritt und Tritt folgen. Wo ist denn das Arbeitszimmer überhaupt? Boah, ich dachte gerade, der dreht jetzt um. Nochmal speichern. Und der dreht sich kein einziges Mal um. Der fühlt sich anscheinend ziemlich sicher, obwohl hier überall keine Wachen mehr rumstehen. Es liegen nur noch Waffen am Boden rum. Aber das hat ihn ja noch nicht sehr gekümmert. So, ich vermute mal, es geht jetzt nach oben. Okay, damit wir zumindest mal wissen, wo wir als nächstes hingehen müssen. Wir müssen das natürlich auch alles noch vorher präparieren dort, das ist ja ganz klar. Wo geht er hin? Ich weiß übrigens überhaupt nicht mehr, wo das Arbeitszimmer überhaupt sein soll. Aha, da starrt er noch das Bild an. Na gut, da hätten wir theoretisch die Chance, einmal so drumherum zu gehen. Und vielleicht dann irgendwas zu präparieren in dem Gebäude. Im Zimmer. Aber die Frage ist, was können wir dort überhaupt präparieren, wenn wir dort was machen können? Okay, da hinten ist das Arbeitszimmer. Sollte nicht der Herr Drechsler auch irgendwann mal kommen? Haben wir nicht von ihm auch was gelesen, dass der da irgendwie ankommen sollte oder so? Dass die sich treffen? Achtung, bleibt wieder stehen. So, was macht er da dran? Das kann ich nicht ewig aufschieben. Das Reich verlangt meine Aufmerksamkeit. Mhm. Irgendwas können wir auf jeden Fall am Tisch präparieren. Nein, das kann man ignorieren. Ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Wie konnten diese Idioten mich falsch verstehen? Ja, weiß ich auch nicht. Ich würde sagen, wir laden nochmal und gucken uns das mal ganz genau an, was wir da machen können. Das Autospeichern können wir nochmal neu laden. So. Und dann gehen wir mal hier lang.
und hoffen, dass das zeitmäßig funktioniert. Der bewegt sich jetzt nicht unbedingt schnell, also der geht ja recht gechillt hier durch das Anwesen. So, einmal hier vorbei. Hallo. So, und dann gucken wir mal, was wir da vielleicht am Tisch oder so präparieren können. Ist die Frage, ob man überhaupt in jedem Raum ihn hier töten kann oder ob das in einer bestimmten Position geht, weiß ich gar nicht. Auch hier sehe ich nicht unbedingt irgendwie was, wo wir ihn umbringen könnten. Ich sehe generell im ganzen Raum nichts, womit wir ihn umbringen könnten. Na gut. Das kann ich nicht ewig aufschieben. Das Reich verlangt meine Aufmerksamkeit. Ja. So, ich gucke nochmal ganz kurz. Was haben wir hier? Nein, das kann man ignorieren. Nach der Karte. Bar. You can set the trap here. Ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Library, das war das... Die Idioten mich falsch verstehen. So, warte mal. Im Klavier hätten wir eine Mine theoretisch legen können. Aber im Arbeitszimmer sehe ich hier gerade überhaupt nichts. Fireplace, Red Bomb, das haben wir gemacht. Bar, Poison Drink und Dining Hall. Gut, ich glaube, er geht jetzt aber ja, wieder, oder? Das duldet keinen Aufschub. Ich werde einen Sekretär damit beauftragen. Ja, mach das mal. Das ist eine gute Idee, denke ich. Okay, wo geht er denn jetzt überhaupt wieder hin? Das war das Arbeitszimmer. Jetzt sollte es anscheinend dann in den Keller gehen. Persönliche Kegelbahn. Da könnten wir einerseits die Kegelbahn... Mailroom, da können wir auch machen. Eine Trap können wir dorthin setzen. Bowlingbahn können wir was machen. Und dann zum Schluss eben das Ding. Die Bar. Ein Getränk vergiften. Na gut. Dann lassen wir ihn mal da draußen gerade ein bisschen rausgucken. Und wir gehen mal in den Keller, weil hier kann man ja wieder anscheinend nicht so viel tun. Na sowas aber auch. Tut mir ja richtig leid jetzt. So, wir gehen mal nach unten. So viel Papierkram. Man hätte das ja auch beenden können einfach. Man muss jetzt mal gucken, wo das überhaupt war jetzt. Warte mal, ich glaube, wenn wir hier runtergehen, kommen wir zur Waffenkammer. Das sollte theoretisch funktionieren. Das Gute ist, wir haben immer einen Marker. Wir wissen genau, wo er gerade ist. So. Und dann... können wir einerseits das Getränk hier vergiften. Wobei das anscheinend auch schon wieder nicht funktioniert. Also wir haben hier nicht alle Möglichkeiten, so wie es aussieht. Es funktioniert nicht überall. Was mich sehr wundert, muss ich zugeben, weil wir haben ja eigentlich genügend Gift und so weiter und so fort dabei. Aber es funktioniert anscheinend nicht jede Tötungsmöglichkeit. Aber macht ja auch nichts. Wir wüssten zumindest, was passieren würde. Mal gucken, ob das da funktioniert. Da können wir nämlich hier eine Mine platzieren. Nun, da müssen zuerst mal die Kegeln aufgestellt werden. Ich glaube, das dauert nochmal ganz kurz. Vielleicht brauchen wir da auch irgendwie einen Soldaten, der das da wieder hinstellt ordentlich. Ich weiß es gar nicht. So, und im Mailroom sollten wir theoretisch irgendeine Falle platzieren können. Funktioniert das? Auch nicht so ganz. Das ist doof. Also von diesen Tötungsmöglichkeiten funktionieren anscheinend nur relativ wenige. Könnte natürlich, wie gesagt, daran liegen, dass wir keinen Soldaten hier mehr haben, der irgendwas durchführen kann. Aber macht er nichts. Wo ist er gerade? Wir speichern mal. Gehen wir mal wieder nach oben. Ich weiß auch gar nicht, ob er hier wirklich kegeln kann, weil ja niemand die Kegeln da hinten aufstellt. Maschine gibt es ja dafür auch keine. Ob sich das vielleicht auch schon wieder dann zwischenzeitlich ausgrenzt, weil das gar nicht möglich ist. Ist der immer noch jetzt oben? Ach nee, da kommen da gerade wieder. Okay.
Da kommen da gerade wieder. Na gut, dann setzen wir uns mal da hinten hin, würde ich sagen, hinter das Sofa. Oder vielleicht noch ein bisschen weiter hier um die Ecke. Da kann er uns definitiv nicht sehen. Und speichern nochmal. Schade, schade, schade. Aber war zu erwarten, dass nicht alles funktionieren wird. Immerhin, wir haben schon zwei verschiedene Möglichkeiten, ihn zu töten, gesehen. Einerseits das mit der Rattenbombe, andererseits das mit dem Gift. Das mit dem Auto hätte ja natürlich auch funktioniert, das ist ganz klar. Das mit dem See wird auch funktionieren. Wenn er durch das Wasser, das mittlerweile unter Strom steht, läuft. Mal gucken, was wir noch so anfangen können. Ich bin gespannt. Oh. So, er geht zumindest mal nach unten. Dass der wirklich die ganze Zeit da oben nur in seinem Zimmer gehockt ist, wundert mich. Ich glaube, normalerweise hätte der diesen Ablauf schon die ganze Zeit durchgeführt. So, na gucken wir mal, was er jetzt macht. Vielleicht schnappt er sich in der Waffenkammer eine Waffe und erschießt sich. Wohl eher nicht. So, jetzt sollte anscheinend gekegelt werden. Die Frage ist, kann er das jetzt überhaupt? Ah, eine Runde Kegeln wird mich auf andere Gedanken bringen. Der Führer zeigt euch, wie es geht. Mhm. Oh, man sieht die Kegel ja gar nicht. Der Führer zeigt euch, wie es geht. Aha. Ein Weltschuss. Wahrscheinlich hat er nur die Bande getroffen. Sie ist irgendwo da reingefallen, links oder rechts. Gut, aber die Kegeln stehen weiterhin nicht. Ganz klar, weil sie ja niemand mehr aufstellen kann. So, da hätten wir ihn theoretisch mit einem Getränk vergiften können. Ich guck gleich mal, wie es weitergehen würde. Speisesaal trifft sich mit Drechsler im Speisesaal. Okay. So, das wäre die nächste Möglichkeit, um ihn zu töten gewesen, durch Gift im Glas. So. Und theoretisch sollte er jetzt wieder nach oben gehen. Aber von der anderen Seite, wie es aussieht. Okay, macht überhaupt nichts. Wir gehen mal von der Seite nach oben. Ist jetzt die Frage, ob der Herr Drechsler überhaupt ankommt. Mal schauen, ob das im Speisesaal funktioniert. Da hätten wir bestimmt das Essen, das wir vergiften könnten. Nee, funktioniert auch nicht. Schade, 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 dass da nicht so wirklich viel hinhaut. Vielleicht können wir in der Küche irgendwas vergiften. Die ist ja eigentlich gleich nebenan. Wobei wir, glaube ich, auch hier keine Möglichkeit haben, irgendwas anstellen zu können. Nee. Na gut, da unten spaziert er gerade rum. Keine Ahnung, wo er jetzt da hingeht. Wir gehen auf jeden Fall nochmal in den großen Raum. Und schauen mal, ob das dort mit dem Klavier funktionieren würde. Die Rattenbombe, die haut hin. Und theoretisch könnten wir anscheinend irgendeine Falle im Klavier platzieren. Was aber auch hier nicht funktionieren würde. Das finde ich wirklich schade. Warum funktioniert das alles nicht? Warum funktionieren nur eine bestimmte Anzahl an Möglichkeiten, ihn umzubringen? Warum kann man da nicht alles machen? Weil das mit dem Klavier beispielsweise finde ich ein bisschen komisch. Da brauchst du ja keinen anderen dafür. Oder musst du erstmal wieder den Flügel einstellen oder wie? Also ich habe das Gefühl, das ist doch noch ein bisschen buggy, diese Mission hier. Natürlich wird es einerseits daran liegen, dass wir verschiedene Dinge nicht machen können, wie beispielsweise da unten bei der Kegelbahn, weil keiner mehr da ist, der die Kegeln aufstellen kann. Das heißt, der kann doch dort nur einmal schießen und der wird sicherlich nicht selbst hingehen und die Kegeln aufstellen.
Aber da oben beim Klavier beispielsweise, da brauchst du ja niemand anderen dazu. So, er ist wieder hier, kommt anscheinend wieder hier rauf. Jetzt ist die Frage, ob der Herr Drechsler kommt. Und was wäre dann das Letzte? Beendet seinen Tag vor dem Kamin. Okay, also da hätten wir die Rattenbombe wahrscheinlich nochmal. Oder irgendein anderer Kamin, gucken wir mal. Und wir wollen ja schlussendlich trotzdem nochmal versuchen, ihn einfach so abzuschießen. So, sollten jetzt jeden Moment nach oben kommen, denke ich. Da sieht man ihn schon. Und er hat uns immer noch nicht bemerkt. Wir sind ihm seit einer halben Stunde auf den Fersen. Und er hat keinen Plan, dass wir da sind. So, was macht er jetzt? Jetzt starrt er das Bild da drüben an. Ob der Herr Drechsler hier auftauchen wird? Ich glaube nicht. Wenn er denn überhaupt dort reingeht, aber das tut er anscheinend auch gar nicht. Hä? Wo geht er denn jetzt hin? Na nü? Was macht er denn jetzt? Ich dachte, jetzt geht's hier in den Dining Room. Und dann eben wieder in die Haupthalle. Wo will er denn hin? Adolf, was machst du? Lass dich doch umbringen. Geht er wieder ein Buch lesen oder wie? Hat sich gedacht, scheiß auf meinen Tagesablauf, jetzt mache ich, was ich will. Ach, hier geht er nach hinten. Ist die Frage, ob wir da irgendwas vergiften könnten beispielsweise. Ich glaube fast nicht. Ich sehe hier zumindest gerade nichts. Zeit zu gehen. Vielleicht zuerst ein Mineralwasser. Die trockene Luft hier oben macht mich durstig. Ah. Ah, viel besser. Deutsches Wasser. Ist die Frage, ob wir ihn damit hätten vergiften können. Gut, das wäre eigentlich ganz wurscht gewesen, weil wir wissen ja ganz genau, was passiert mit dem Wasser. Es kippt genauso um wie gerade eben dort oben, als wir mit dem Käse hantiert haben. Aber wo geht er denn jetzt hin? Zeit zu gehen? Was macht er denn jetzt? Ah, ich bin ja doof. Der geht natürlich erstmal zum See nach hinten. Stimmt ja, Hitler ist gern am See allein. Stimmt, 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 stimmt. Das Treffen mit Kundschaftet? Ups. Das Treffen mit Drechsler, das kommt ja erst. Okay, Auskundschaften beendet, so schnell kann's gehen. Wer ist da? Da ist niemand. Okay, nochmal kurz mal laden. Autospeichern, schnell speichern. Keine Ahnung. So, das war ein guter Speicherpunkt. Okay, 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 der geht ja erstmal zum See. Das habe ich natürlich schon wieder komplett vergessen, dass er da oben ja auch noch hin will. Wenn er denn überhaupt bis da nach oben geht. Ich glaube, der ist schon ein bisschen beschwipst von dem Wasser. Aber gut, auch da hätten wir nichts machen können. Schade. Finde ich ein bisschen komisch, warum das nicht geht. Ich weiß nicht genau warum. Das kann definitiv nichts mit den Soldaten zu tun haben. Weil der Pappbecher steht die ganze Zeit schon hier. Und da müsste man theoretisch nur ein bisschen Gift reinhauen und wir haben ja genügend dabei. Ich glaube nicht, dass er die ganze Flasche gleich mal verwendet hat oder sie diesmal. Normalerweise sind wir ja mit Karl unterwegs, hier aber mit Marie. Na gut, dann gehen wir mal mit ihm einen kleinen Ausflug an den See machen. Das Blöde ist natürlich nur, wir haben oben das Problem, dass wir gar nicht mehr zurück können, weil dort ist ja der Strom immer angeschaltet.
Das heißt, auch wenn wir nochmal neu laden, der Strom ist ja nicht aus. Der Strom ist immer an. Wir könnten theoretisch den Generator kaputt schießen. Dann würden wir vielleicht wieder den Strom abschalten können. Das wäre eine Idee. Na gut, ich habe mal gespeichert. Ansonsten müssen wir ihn vielleicht ablenken und dann geht er da nach oben. Oder hier rein beispielsweise und wir gehen an ihm vorbei. Na, das kann er jetzt dauern, der Weg. Halleluja, das ist ein bisschen ein Stückchen und dem Schneckentempo, das kann dauern. Na, herzlichen Glückwunsch. Okay, dann hätten wir die Sache am See. Wie gesagt, wenn wir jetzt nochmal neu laden müssten, dann sollten wir schauen, dass wir ihn hier irgendwie ablenken, dass wir vielleicht mit einer Flasche oder sowas hantieren und den da reinlocken beispielsweise. Und dann schauen, dass wir da schnell vorbeikommen, dort den Generator zerschießen. Damit, oh guck mal, die Fußstapfen sieht man die sogar, cool. Damit er dort eben nicht gleich drauf geht, weil das ist nämlich jetzt jeden Moment der Fall. Wir haben den Strom damals schon eingeschalten. Und ich vermute mal, dass er dort drüber latschen wird. Sonst wüsste ich nicht, was der Sinn gewesen wäre, dort den Strom einzuschalten. Eieiei, in dem Schneckentempo. Na, herzlichen Glückwunsch. Da können wir ihm ja fast einmal reinhauen, einfach so hier hinten rum. Gut, wir könnten theoretisch auch hier schauen, dass wir ihn vielleicht ablenken können. Ich speichere mal. Dass wir ihn vielleicht da irgendwie ins Eck oder sowas bringen. Vielleicht guckt er sich hier auch noch um oder so. Pff. Na, das kann dauern. Und dann bin ich ja sehr gespannt, sollten wir das überhaupt noch sehen können, wie das dann mit dem Herrn Drechsler wird, wenn der kommt zum Abendessen. So, aber das funktioniert definitiv, wenn wir da oben eine Flasche hinwerfen, bis der da wieder zurückkommt oder Richtung See geht. Schaffen wir definitiv einmal einen Bogen um ihn herum. Da habe ich keine großen Sorgen, dass das nicht funktioniert. So, und da vorne sieht man auch schon das Häuschen. Da wollen wir hin. Dort ist das Ziel. Aber natürlich in dem lahmarschigen Tempo hier dauert das eine Weile. Ich würde ihn ja gerne anschieben von hinten, aber... So, bald haben wir's. Ich hoffe, der Strom läuft überhaupt noch. Sieht man das von hier? Es dampft irgendwas. Generator aktiv. Okay. Sabotieren. Ich würde den gerne kaputt machen. Ich hoffe, das funktioniert überhaupt. Dass da kein Strom mehr durchfließt. Sonst haben wir nämlich ein bisschen ein Problem. Gut, wir könnten das Ganze theoretisch hier auch nochmal versuchen. Ich speichere nochmal. Dann sparen wir uns nämlich noch weiter. Noch ein bisschen was von dem Weg. Es ist blöderweise der einzige Weg, der da nach hinten führt. Also wir können nicht einfach sagen, wir schlagen einen anderen Weg ein und machen dort vorne irgendwas. Problem wird halt nur sein, sind wir da nicht schon ein bisschen zu weit dran oder ist er da nicht noch schon ein bisschen zu weit dran? Dass er das hört, wenn wir dort hinten im Generator schimpfen. Gut, mehr als Kundschaften kann er ja eh nicht. So, ich stelle mich jetzt mal da hinten zum Baum. Aber er wirkt auf jeden Fall sehr sicher. Ah, das ist sogar ein Baum, der uns Deckung bietet. Na, guck mal einer an. Da hätten wir Leute umbringen können hier. Das ist ein Baum, der uns Deckung bietet. Es wird gerade Auto gespeichert. Vielleicht, aber gut, dann können wir mit dem überhaupt abschließen, weil wenn der jetzt hier... Hallo. Auf keine falschen Ideen kommen. Wenn der jetzt hier noch ins Haus reingegangen wäre und wir draußen mit dem Generator rumschießen, das bringt ja überhaupt nichts. So, der Strom fließt, man sieht's. Guck mal, Zielen umschalten. Das habe ich ja noch gar nicht gemerkt, dass das geht. Schau mal. Voll cool. Hä? Hä? Schau mal einer an. Man kann sogar in der Perspektive schießen. Das habe ich gar nicht gewusst. Cool. So, wir müssen aber nochmal laden. Und zwar das schnell gespeicherte. So, ein kleiner Schocker. Okay, und dann versuchen wir das mal mit einem kleinen Fläschchen nach da hinten.
So, ich hoffe, das interessiert ihn jetzt auch eine Weile. Mehr Erkundschafter, das schaut gut aus. Okay. So, und dann müssen wir mal schauen, ob das hier funktioniert, dass wir den Ding da hinten kaputt schießen. War's da schon? Ach, tatsächlich, guck mal, fließt kein Strom mehr durch. Oh. Das ist vielleicht ein bisschen too much jetzt gewesen. Warte mal, ich hole mal alle Verbände. Das Ding ist im Arsch. Aber wir auch. Aber es funktioniert. Es funktioniert, dass wir das kaputt machen. Jetzt kann ihm nichts mehr passieren, zumindest hier. So, ich hoffe, er kommt überhaupt. Wohin geht die Markierung? Geht er gerade zurück? Der geht gerade zurück. Der kommt gar nicht hier nach unten. Na gut, das geht natürlich auch. Dann hätten wir uns das Ganze ja sparen können. Das geht natürlich auch. Jetzt geht er wieder zurück. Hat sich gedacht, naja, wenn da schon irgendwelche Flaschen neben mir detonieren, dann verzichten wir da lieber drauf und gehen wieder zurück in die sicheren vier Wände, die gar nicht mal so sicher sind. Na gut, na gut, na gut. Dann hätten wir uns das ja gerade sparen können, uns da selbst zu ermorden. Okay. Was macht denn der da jetzt? Wo geht denn der hin? Mitten im Gras. Ich hoffe, der geht jetzt nicht irgendwo zurück, um da wieder drauf zu kommen. Na, ich will doch nochmal zum See. Ich hoffe, der Herr Drechsler kommt jetzt. Wenn er kommt. Und das ist eben die große Frage, ob das überhaupt der Fall sein wird. Langsam, 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 langsam. Das zieht sich schon. Also der Weg da nach hinten, das zieht sich schon. Das ist fast ein bisschen zu lang geworden, dieser Weg da nach hinten. Oder man hätte ja zumindest mal sagen können, er joggt dort nach hinten oder sowas, dass sich das ein bisschen schneller gestaltet. Aber es ist ja wirklich eine Sache von fast 10 Minuten da vorne. Also bis nach vorne zu gehen und wieder zurückzukommen und ihm da einfach zu folgen. Das dauert schon. So, aber wir haben es wieder geschafft. Wir sind wieder hier und jetzt bin ich gespannt, wo er als nächstes hingehen wird. Wir sind hier mal eigentlich eh die ganze Zeit nur auf den Fersen. Leider Gottes funktioniert ja die Hälfte von den Tötungsdingern sowieso nicht. Immerhin, schöne Blümchen gibt's. Jetzt müssen wir uns ablenken. Ich bin jetzt mal gespannt, ob der jetzt überhaupt wieder seinem normalen Ablauf folgt, weil der da so komisch auch durch die Wiese geht und so. Vielleicht hat er einfach nur eine neue Wegfindung bekommen, das kann natürlich auch sein. Oder was er jetzt tut als nächstes. So, gucken wir mal. Theoretisch wäre jetzt das Essen mit Drechsler am Plan. Das wäre die Nummer 8. Nummer 9 wäre dann wieder der Kamin. Und dann sollte das Ganze theoretisch schon vorne losgehen. Dann sollte wieder frühstücken zum Teehaus, was natürlich nicht passiert, weil es ja keinen Fahrer mehr gibt. Was ist denn da eigentlich passiert mit den Blättern? Die schweben da so ein bisschen. So, ich glaube, er hat wieder mittlerweile seinen Weg gefunden. Na, gucken wir mal. Warten wir mal ab, was er tut, wo er hingeht. Wir sind ja, glaube ich nicht. Ich glaube, da muss er sogar erstmal eine Etage weiter nach unten gehen, um dorthin zu kommen, zum Dining Room. Ich weiß es gar nicht. Oder ist das nicht eh hier auf der Etage? So genau kenne ich mich leider noch nicht aus da drin im Häuschen. Warte mal, ich gehe mal hier bei den Blumenkisten vorbei. Wer weiß, was dem einfällt, dann guckt er sich blöd um und sieht uns gleich. Vielleicht nehmt ihr noch einen Schluck vom Wasser. Oder genießt die frische Bergluft. Da hätten die das einspielen sollen mit der frischen Bergluft.
Weil da ist er wenigstens draußen. Nimmt tatsächlich noch einen Schluck, guck mal. Oder hat seinen eigenen Becher mit, weil der eine steht ja theoretisch noch am Tisch. Hö, was macht er denn jetzt? Wo geht er denn jetzt hin? Nanü? In die Eier! Okay, müssen wir nochmal neu laden, tut mir leid. Autospeichern? Ja, vor 2 Minuten. Jetzt sind wir wieder hier. Oh Gott. Ah, wäre ich doch nur bei den Blumen stehen geblieben. Nein, 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 nein. Ach, Freunde. Aber wie er gleich losschießt. Da Agenda kein Pardon. Da wird gleich losgeballert. So, ich trinke mal einen Schluck, bevor ich hier verduste. Und ich trinke gutes österreichisches Wasser. Gutes österreichisches Leitungswasser. Ich trinke immer Leitungswasser. Ob hier oder in der Arbeit. Leitungswasser oder Eistee. Das sind so meine Favorites. Aber kaltes Leitungswasser. Nicht irgendwie so warmes Leitungswasser. Das ist nicht so. Höchstens, wenn ich irgendwie krank bin oder sowas. Da trinke ich manchmal auch ein warmes Leitungswasser. Aber kaltes Leitungswasser? Muss nicht eiskalt sein, aber kalt? Oder Eistee? Pfirsich. Nicht Zitrone. Pfirsich. Pfirsich ist die Qual der Wahl, definitiv. Zitrone ist eher so, naja, die Notlösung. So, jetzt gehe ich aber gleich darüber zu den Blumenkistlichen. Lassen wir die mal einen Schluck trinken. Ich speichere jetzt mal. Falls tatsächlich wieder was passiert, wissen wir, wir müssen uns nicht den ganzen Gang nochmal anschauen. Eieieiei, Adolf, 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 was tust du? Was für schöne Rosen wir hier haben. Guck mal einer an. Also ich kann wirklich nur schwärmen von der Grafik. Ich habe es schon 1000 Mal gesagt, aber ich kann es noch ein weiteres Mal sagen. Das 1001. Mal. Es sieht wunder, 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 wunderschön hier aus. So. Da vorne ist er gerade. Ich bleibe jetzt extra mal ein bisschen auf Distanz, falls ihm jetzt irgendwas Kurioses wieder einfallen sollte. Aber ich vermute mal, vielleicht geht er hier runter und über die Garage dann zurück oder sowas. Wir haben ja die Leichen alle versteckt, also theoretisch sollte er ja dort niemanden mehr sehen können. Außer er geht jetzt, keine Ahnung, durchs Dickicht durch, durch das hohe Gras und guckt sich dort um. Aber das will ich jetzt ja mal nicht hoffen. Aber wir wissen zumindest. Oder geht er jetzt vielleicht hier trinken, um dann wieder den ganzen Weg zurückzugehen? Das kann natürlich auch sein. Oh Gott. Oh Gott. War der jetzt hier Wasser trinken, um den ganzen Weg nach da hinten dann zurückzugehen? Bitte nicht. Wir haben ihn ja enttriggert, kann man sagen. Och du Scheiße. Der geht jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Das war nicht der Plan! Wir haben ihn ja mit der Flasche abgelenkt. Und ich glaube, das Spiel hat sich dann gedacht, okay, der ist abgelenkt und der muss jetzt das nochmal wiederholen, was er gerade eben getan hat. Das heißt, nochmal da nach unten gehen, nochmal einen Schluck trinken. Und dann anscheinend nochmal den gesamten Weg bis zum See gehen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, was machen wir? Machen wir einen Schnitt? Weil das dauert ja jetzt nochmal 5 Minuten, bis er dort unten ankommt. Eieieiei. Ach, Freunde, das tut mir jetzt leid. Das war jetzt überhaupt nicht mein Plan. Aber anders hätten wir das nicht lösen können. Wir hätten das nicht anders lösen können. Wir hätten natürlich sagen können, okay, wir versuchen das hier schon zu lösen. Aber das habe ich ja nicht gewusst, dass der dann so getriggert wird, dass der wieder ganz zurückgehen wird. Ach, du Kacke. Na super, herzlichen Glückwunsch. Und jetzt wieder den gesamten Weg da nach hinten. Na gut, komm, geben wir uns das nochmal. Ich bin immer überlegen, ob ich vielleicht gerade den Schnitt machen soll. Oder ob er sich vielleicht jetzt ein bisschen zusammenreißt und dann einfach hingeht. Wir dürfen ihm natürlich auch nicht zu nahe kommen. Na komm, machen wir das halt in der Folge, komm. Wir machen sowieso eine XXL-Folge heute, damit wir das ja diese Mission mal gebacken bekommen. Und dann geht's weiter in der nächsten Folge.
Dann machen wir dann vielleicht mal einen Tag Pause und dann machen wir weiter in der nächsten Folge. Dort holen wir uns dann die andere Mission. Die zweite DLC-Mission, den Landetrupp. Da bin ich auch schon sehr gespannt, was uns dort erwarten wird. Wir haben statt 19 Sammelobjekte, wie in allen Kampagnenmissionen und auch in dieser Mission hier, haben wir dort dann nur 13, also ein bisschen weniger. Wahrscheinlich auch eine Longshot Gold Medal, kann ich mir vorstellen. Werde ich mich mal natürlich ein bisschen informieren vorher, was wir dort dann so zu tun haben. Ach Freunde, ich kann mich nur entschuldigen. Das war natürlich überhaupt nicht mein Plan. Ich habe gedacht, der dreht vielleicht um, weil er sich gedacht hat, na gut, da unten, das ist schon erledigt. Der geht wieder zurück und macht jetzt dann den nächsten Gang. Aber dass der jetzt extra zurückgeht, nur um wieder ein Schlückchen aus dem Glas da zu trinken, von dem Wasser, und dann wieder den gesamten Weg nach hinten geht. Oh Gott. Ich kann mich nur entschuldigen. Das war natürlich überhaupt nicht mein Plan. Hätte ich das gewusst, hätte ich natürlich schon geschaut, dass wir den dort vorne ablenken. Aber das wusste ja keiner. Dass der quasi mit der Animation dann nochmal von ganz vorne beginnt. Na gut, aber guck, jetzt sind wir eh schon wieder fast dort. Dann bin ich mal gespannt, was er dort überhaupt macht. Ob sich das jetzt auszahlt, ob sich das lohnt. Dass wir ihm da jetzt quasi eine Viertelstunde nur beim Gehen beobachten. Wir haben keine Töne, die er von sich gibt. Der spricht nichts, er geht einfach nur und wandert durch den Wald. Ich speichere nochmal, bevor da jetzt irgendwas passiert. Ich hoffe wenigstens, dass das Spiel jetzt mitbekommen hat, dass wir den Strom abgeschaltet haben. Weil wenn der jetzt dorthin läuft und dann wieder elektrisiert, dann protestiere ich aber. So, wir sind schon da. Ich habe das Gefühl, der war diesmal ein bisschen schneller unterwegs, aber ich glaube, das ist nur Einbildung. Vielleicht schießt er ja mit seiner Waffe auf den Steinadler, den es nicht mehr gibt da hinten. Ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott, ach Gott. Das war natürlich überhaupt nicht der Plan. Aber okay, wir haben zumindest mal den ersten Weg dahin geschafft. Jetzt müssen wir dann nur noch zurückgehen und natürlich mal schauen, wo er dann überhaupt hingeht, welchen Weg er einschlagen wird. Ob der Herr Drechsler kommt. Weil das ist ja eigentlich dann am Ablaufplan Nummer 8. Station 8, die er abgehen sollte. Und zwar ein Abendessen mit Herrn Drechsler im Dining Room. Aber ob das wirklich stattfinden wird, ich glaube nicht. So. Da haben wir wieder unseren schönen Versteckbaum, aber den werden wir diesmal nicht nutzen. Ich speichere nochmal. Na, jetzt bin ich aber gespannt. Wir müssen natürlich noch... Hallo. Wir müssen natürlich noch auf den Eierschuss Rücksicht nehmen. Das machen wir dann ganz zum Schluss, dass wir einmal in die Eier schießen, damit wir jetzt sehen, wie viele Hoden hängen da. Einer, zwei, gar keiner. Vielleicht drei, keine Ahnung. So, da drin kokelt es jetzt nur. Aber das sollte ihn ja nicht stören, denke ich. Und elektrisiert sollte jetzt auch nicht. Hä? Aber wieso denn? Aber wieso denn? Es läuft doch gar kein Strom hier mir durch. Guck mal. Es läuft kein Strom mehr hier durch. Wie kann denn das sein? Können wir da drin irgendwas einschalten oder abschalten, sagen wir mal so? Nee, da kommen wir gar nicht hin. Na super. Na, herzlichen Glückwunsch. Dann hätten wir uns ja jetzt die letzten 10 Minuten sparen können, hätte ich das gewusst. Scheißdreck. Das heißt, hier ist Ende im Gelände. Der Strom läuft zwar nicht mehr, aber der Spieler hat das noch nicht ganz gecheckt. Wir sehen noch keine Funken mehr sprühen hier oder sowas. Na super toll. Okay, dann müssen wir aber trotzdem nochmal neu laden, weil ich muss ihm jetzt in die Eier schießen, sonst funktioniert das nicht. Na toll. Na gut, dann machen wir das halt mal. Und gucken, wie viele Dinger da wirklich hängen. Und schau mal einer an, es war ein Hodentreffer und es hängt tatsächlich nur eins hier. Die Kronjuwelen. Töte Hitler mit einem Hodentreffer. Die Kronjuwelen und alle guten Dinge. Töte Hitler 5-mal. Schön. Es hängt tatsächlich nur ein Hoden dort. Aber ich glaube, das war in den anderen Sniper-Elite-Teilen genauso.
Na, Freunde, hätte ich das gewusst, hätten wir uns das natürlich jetzt sparen können, hier die letzten 10 Minuten dieser Wanderungen hin und her. Aber okay, das konnte natürlich keiner ahnen, dass das Spiel das nicht checkt. Dass wir dann hier plötzlich doch keine Strom mehr durchlaufen haben, dass das ja mittlerweile alles schon gefixt wurde von uns. Wir haben ja den Generator extra deswegen in die Luft geschossen und uns auch gleich mit, weil wir waren ja kurz vorm Verrecken. Na toll, und das Spiel hat trotzdem geglaubt, der Strom läuft dort noch durch. Das heißt, wir können uns die Station 8 und die Station 9 sowieso mal abschminken. Der Herr Drexler wäre sowieso nicht gekommen, weil er kein Fahrer oder sowas hier gewesen wäre, der ihn hierher gebracht hätte. Und dass der selber fährt, glaubst du ja wohl selbst nicht. Aber was wir auf jeden Fall noch machen werden, ist jetzt mal ganz kurz in seine Privatgemächer gehen. Dort oben haben wir nämlich noch den letzten Teil, den wir mitnehmen müssen. Den letzten Teil der Sammelobjekte. Wir haben den Hodentreffer abgeschlossen. Wir haben einige von den Kills durchgeführt. 5-mal haben wir mittlerweile schon umbringen können. Und dann würde ich mal sagen, wir gehen jetzt mal da oben in sein Schlafzimmer und versuchen dort mal den Tresor irgendwie aufzuschießen. Ich vermute mal, den Schlüssel werden wir nicht haben, warum auch immer. Eigentlich sollten wir den mittlerweile schon eingesteckt haben, aber das hat ja nicht so ganz funktioniert, wie es aussieht. Denn wir waren ja schon mal dort beim Tresor und haben gesehen, der lässt sich nicht öffnen. Der lässt sich nur öffnen, indem wir eine Sprengladung platzieren, aber das macht ja nichts. Es lebt ja keiner mehr, der Hitler ist auch schon tot, also dem wird es auch nicht mehr stören. Wenn wir dort das letzte Dokument lesen, das er noch in seinem Privatsafe stationiert hat. So. Na, hätte ich das doch mal vorher gewusst. Dann hätten wir uns das jetzt wirklich sparen können. Es tut mir leid, ich kann mich wie gesagt nur entschuldigen. Aber das weiß ja keiner vorher. So, ich glaube, das war hier. Und dann durch die Haupthalle. Hier nach oben. Und dann sind wir schon dort, wo wir hinwollen. Dann können wir uns natürlich erstmal ein bisschen in den Räumen umschauen da oben. Da haben wir uns ja nämlich noch nicht so ganz umgesehen. So, da ist sein Balkon. Da ist der Geheimgang und da ist eben sein privater Raum mit einem schönen Kamin. Vielleicht hat er sich ja auch hier entspannt am Tagesabschluss. Da vorne ist sein Bettchen und guck mal einer an, das ist dieses luxuriöse Bettchen, das ich gesucht habe. Wir haben schon ein paar Bettchen gefunden und die haben mir immer ein bisschen zu einfach gestrickt. Das hier passt auf jeden Fall schon mal dazu. Die Skulptur, die kennen wir. Die Sexskulptur. Ist das nicht sowieso ein Pimmel hier unten? Das ist ein Pimmel hier unten. Was hat denn der da für Skulpturen stehen? Ach du Scheiße, ein völlig übertriebenes, luxuriöses Bad hier. Spiegel gibt es zwar keinen, es gibt nur eine Wand. Eine Ziegelwand, aber heuiuiui, das sieht geil aus. Hat er einfach so ein Mega-Dildo hier rumstehen. So, da draußen ist der Balkon. Den haben wir ja schon ein paar Mal gesehen. Da haben wir auch ihn ein paar Mal schon gesehen. So, dann müssen wir das mal hier mit der Sprengladung versuchen. Einmal aufsprengen, das Ding. So. Und dann holen wir uns das mal. Fotos von Übungsposen. Aha. Ausrüstung muss gesichert werden, solange der Führer vor Ort ist. Was ist da jetzt los? Hä? Ach so, da können wir das so nochmal lesen. Na gut, das steht ja hier drüben. Bilder von Hitler, der Posen für seine Reden übt. Ist das eh dasselbe? Oder ja, Hitlers Reden ein wichtiger Faktor seines Aufstiegs zur Macht. Hitler übte vor dem Spiegel und begutachtete akribisch seine Posen, um die besten davon bei seinen öffentlichen Auftritten zu verwenden. Kurz nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis im Jahr 1925 fertigte sein persönlicher Fotograf eine Reihe von Aufnahmen an, deren negative Gerüchten zufolge auf Hitlers Befehl hin zerstört werden sollten. Einige haben es offenbar überstanden und das hat er auch gewusst, denn er hat sie ja hier in seinem Safe gebunkert. Ein paar Posen? Mhm. Manche sehen ein bisschen sehr kurios aus. So, was ist denn da eigentlich noch? Achso, der steinerne Adler, den wir noch mitgenommen haben. Na gut, gefunden. 19 von 19. Alles mitgenommen, was wir hier mitnehmen können. Dann würde ich mal sagen, jetzt ist Zeit zur Flucht. Wo ist denn die erste Fluchtmöglichkeit? Da unten wäre die. 125 Meter. Na gut, na gut, na gut. Dann hätten wir ja mit viel Stress die DLC-Map Wolfsberg somit erledigen können. Einige Tötungsoptionen haben funktioniert, einige haben nicht funktioniert. Manche haben natürlich deswegen nicht funktioniert, weil es eben keine Soldaten mehr gab, die hier irgendwas hätten machen können. Jetzt würde ich aber ganz gerne nochmal nach unten schauen, ganz kurz zur Kegelbahn. Warte mal, wo kommen wir denn da jetzt hin? Das ging von hier auch. Ich würde nämlich ganz gerne schauen, ob er jetzt die Kegeln hier wieder aufgestellt hat. Ob er die quasi selbst wieder aufgestellt hat? Nee, die sind alle noch so, weil hier hätten wir theoretisch eine Mine platzieren können.
Aber nachdem ja hier niemand mehr ist, um die Kegeln aufzustellen, kann man da auch nichts platzieren. Na gut, manches hat funktioniert, manches nicht. Leider Gottes, der Herr Drechsler wäre sicherlich nicht gekommen. Ja, und dann hätten wir eigentlich schon alles durchgespielt, was wir hier noch so machen könnten von den Tötungsherausforderungen. Wir haben den Hodentreffer erledigt, wir haben gesehen, da hängt nur ein Ei und können jetzt ganz beruhigt in das Hauptmenü wieder starten. Gebiet wird verlassen. Und keiner mehr da, der irgendwas mitbekommen hat. Fairbairn has successfully escaped from hostile forces. Panicked reports intercepted from Nazi High Command confirm his reports from the field. Wiederhole! Der Führer wurde von einem Attentäter angegriffen! Es werden dringend Notärzte am Berghof gebraucht! We'll find out in the coming weeks just how successful this mission was, and whether or not Hitler has been taken out of the war. Or if one of his doubles pulled the wool over our eyes again. Na, das kann natürlich auch sein. Wir haben ja schon ein paar Doppelgänger gefunden von ihm. Auch in einem Dokument haben wir gesehen, wie er sich tarnen könnte. Vielleicht war das ja gar nicht der echte Hitler, den wir hier gerade ausgeschalten haben. Fünfmal. Aber nichtsdestotrotz, wir haben es geschafft. Rein und raus, Medaillen hier freigeschalten und der Wolfsberg wäre somit auch abgeschlossen. Operation Foxley, schieße Wolfsberg mit einer 2-Sterne-Bewertung ab. Das haben wir gemacht. Wir haben die optionalen Ziele erledigt, alle beiden natürlich und auch die Mission generell. Den Wolfsberg aufsteigen können wir nicht. Wir sind ja schon der Schatten, der wir einst waren vor den letzten Missionen natürlich auch. Wir machen gleich mal weiter und gucken mal, wo wir sind. Immer noch dort, wo wir sein wollen, nämlich im unteren Quadrat, im unteren linken Quadrat bei nicht tödlich und lautlos. Genau dort wollten wir sein. Bewusstlose Feinde 60 würde uns, wenn wir noch aufsteigen könnten, nach nochmal 18.000 EP bringen. Die verschonten markierten Feinde 580 EP, wo auch immer die sein sollen, entdeckte Körper 6, Entdeckungspunkte 35 und Alarme ausgelöst natürlich 0 Mal. Ja, und liebe Freunde, das war die Mission. Das war Wolfsberg, die erste von 2 DLC-Missionen. Und da würde ich mal sagen, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge dann und dann geht's weiter mit der zweiten DLC-Mission und zwar dem Landetrupp. Da bin ich schon mal gespannt, was uns dort erwarten wird. Wir sehen uns wieder. Übermorgen geht's weiter hier bei Let's Play Sniper Elite Nummer 5. Danke dir fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.